Nach der 6:7 Niederlage im Halbfinale England gegen Deutschland lieferten sich etwa 2000 enttäuschte Fußballfans im Zentrum von London eine Straßenschlacht mit der Polizei. Eine ganze Nacht lang reagierten sie ihren Frust ab, lieferten sich mit der Polizei wahre Straßenschlachten. Maßlose Enttäuschung über eine zerstörte Illusion. Entsprechend die Katerstimmung am nächsten Tag. England hat der Alltag wieder, die Europameisterschaft ist für sie praktisch beendet. Aber immerhin ein ehrenvolles Ende. Sind diese Blumen für die englische Nationalmannschaft? Ich wünschte es, denn sie hätten es verdient nach der Leistung. Ich wünschte, England wäre noch dabei, aber leider kommt es immer anders, als man denkt. Ein Finale England-Deutschland wäre wunderbar gewesen, aber so ist das nun mal. Es scheint so, als laste ein Fluch über der englischen Nationalmannschaft. Seit nunmehr 30 Jahren hat sie nicht mehr gegen Deutschland gewonnen. Und alles wohl wegen eines Tores, das niemals eines war. Der Geist von 1966, so scheint es, hat sich gegen England verschworen. 1966 ist Geschichte, wird sich der damalige Kapitän Bobby Charlton. Das ist hier Gegenwart. Trotzdem, im Waterloo-Bahnhof bleibt der Geist erhalten. Wenigstens eine gute Erinnerung an glorreiche Zeiten. Die deutschen Fußballanhänger, wie hier auf dem Berliner Kurfürstendamm, jubelten nach Spielende. Mit Autokorsos und Spontanumzügen feierten sie den Sieg der deutschen Fußballnationalmannschaft. Der Kudamm musste für 3 Stunden von der Polizei gesperrt werden. Fußballfans sangen, tanzten und tranken bis in den frühen Morgen.